Im Pflege- und Betreuungszentrum Vösendorf wurde ein sonniger Nachmittag genutzt, um eine Erntedankandacht und ein Oktoberfest zu feiern. Wir sind bestrebt, sämtliche Feste im Jahreskreis zu machen. Das ist einfach Abwechslung für unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Und da kaum jemand auf die Wiesen gehen kann, bringen wir die Wiesen ins Haus. Es sind Gäste aus der Gemeinde da, einige Bürgermeister kommen, haben sich angesagt, sind auch immer wieder da, sind auch herzlich willkommen bei uns im Haus. Und ja, es ist einfach ein tolles Fest, es tut sich was und für die Bewohnerinnen und Bewohner immer eine tolle Erfahrung. Sie reden tagelang drüber und es ist was Schönes. Nachdem wir in Wiener Neudorf kein eigenes Seniorenheim haben, sind unsere Senioren verteilt auf Mödling, auf Laxenburg, auf Gundramsdorf und natürlich in erster Linie auch auf Vösendorf. Und ich besuche immer wieder die Neudorfer, die hier in Vösendorf im Seniorenheim sind. Und natürlich, wenn ich eine Einladung bekomme von der Frau Direktorin, mit der ich auch sehr viel Gemeinsamkeit habe, komme ich natürlich sehr gerne. Ich finde das hervorragend gut, wenn man das auf einen Tag zusammenfassen kann. Es hat ja vorher eine kleine Andacht gegeben und im Anschluss das Oktoberfest, wo man sich wirklich unterhalten kann, wirklich wunderschön. Natürlich auch beim Erntedank. Ist klar, und das gehört auch dazu und wir sollen wirklich auch alle dankbar sein. Zum einen beginnen wir mit Erntedank. Und dann das Oktoberfest mit Gegrillten, mit Brezen, ja, mit Musik, Tanz, alles was zum Oktoberfest dann auch dazugehört. Also bei mir wird das so genutzt, dass ich zumindest einmal oder ein paar Mal im Jahr die Möglichkeit habe, auch mit den Bewohnern unseres Pflegezentrums zu sprechen und natürlich mich auch mit der Frau Direktor ins Einvernehmen zu setzen. Es tut immer recht gut, wenn man ein bisschen zwischenmenschlich die Beziehungen ausbauen kann und ganz einfach Gespräche führen, die wichtig eigentlich sind. Also ich bin alle Jahre dabei und es ist natürlich für die Senioren, denke ich mir, immer wieder eine Bereicherung, wenn etwas getan wird, wo man gemeinschaftliche Erlebnisse hat und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Fest, ein sehr, sehr besinnliches Fest und ja, Oktoberfest ist eine überhaupt eine sehr schöne Errungenschaft.